Sie sollen ihren verdammten Job erledigen. Sie haben auch Kinder, Chief Banks, sicher? Natürlich. Ja. Jay Bitte, alles, Gold was großen Sie Auge. Warum das denn? Interessant. Ja. Aha. Jule, unsere Brokerin hier, ha? Huh? Das war der Lakeport-Polizeichef. Übermütig und was, wer macht das nicht? Ich zum Beispiel. Du hast selbst 5 Gramm zu... What? Du hast 5 Gramm zu Hause bei dir? Okay. Die Polizei ist nutzlos, sie müssen geduldig sein. Sagen wir, die Polizei ist nutzlos oder sagen wir, wir müssen geduldig sein? Geduldig? Natürlich nicht zu Hause. Rebellen! Geduldig. Okay, wir machen jetzt mal geduldig. Vorhin haben wir ja mit Nils Moore gesagt. Was haben wir vorhin eigentlich gesagt? Was haben wir uns für... Wir haben doch vorhin mit Nils Moore die Entscheidung getroffen. Ey, mein Hirn, ne? Fuck the police. Nein. Wir sagen, wir müssen geduldig sein. Geben Sie ihnen eine Chance. Ich bin sicher, sie tun ihr Bestes. Das ist ihr Bestes? Was für ein schrecklicher Gedanke. Abgesehen davon müssen wir... Naja, egal. Darf ich Sie was fragen? Seien Sie ehrlich. Safi und ich standen uns nicht sehr nah. Manchmal war es kompliziert. Hat sie Ihnen das erzählt? So ist Familie halt. Ja, wir haben ja auch nicht die beste Connection zu unserer Familie, würde ich sagen. Nein, aber ich meine, Familien sind doch immer kompliziert, oder? Wer hat schon eine perfekte Beziehung zu seiner Mutter? Wir zum Beispiel? Nun. Chloe zum Beispiel? Nicht Safi. Das steht fest. Also, was wollen Sie wissen? Oh Gott, Selbstmord. Okay. Ihr seid gewarnt, ne? Trotz allem, was Sie bisher entdeckt haben, hat die Polizei Selbstmord als Todesursache noch nicht ausgeschlossen. Was? Wie denn das? Hä? Sie wurde erschossen. Maxine, Sie und Safi waren Freunde. Sie vertraute ihnen und sprach offen mit ihnen. Genau, du hast es richtig erfasst. Lässt sie irgendwas vermuten, dass sie sich das Leben genommen hat? Nein. Also es ist immer möglich, ne? Also Leute, die mit Suizid, den Gedanken an Suizid haben, die sind gute Schauspieler. Daher kann es immer möglich sein. Und der Anruf, den sie hatte, könnte eventuell daran liegen, aber oh, schwierig. Ich würde jetzt bei Safi sagen, nein. Aber es kann natürlich möglich sein. Die Art der Todesursache schließt selbst noch. Ja, also wir hätten ja eine Waffe gefunden. Weil die saß ja da auf der Bank und da hatte sie ja, hat man ja den Einschuss gesehen. Und man hätte, wir hätten doch hundertprozentig die Waffe gefunden. War nicht in dem Bauch, das war im Herzen, glaube ich. Er schießt sich selbst in den Bauch, das ist fast je nach Verzweiflungsgrad ist das egal. Wenn der Kopf ausschaltet, dann macht es war nicht der Bauch gewesen, es war, glaube ich, es war schon Brusthöhe gewesen. Wenn ich mich richtig erinnere. Und die meisten machen, glaube ich, auch eher. Oh, nee, komm, wir lassen das mal so in die Tiefe zu gehen. Ich würde sagen, auf keinen Fall. Meine Entscheidung jetzt.
Safi hätte sich nie im Leben etwas angetan. Schwieriges Thema, ja, definitiv. Anderen. Das ist nicht ihre Art. Genau das denke ich auch. Doch manchmal können die Menschen, die uns am nächsten stehen, ihren Schmerz gut verbergen. Genau, das ist es nämlich. Bei unserem letzten Treffen ging es ihr gut. Sie war voller Freude über die Zukunft. Dann werde ich sie so in Erinnerung behalten. Glücklich und hoffnungsvoll. Ist nur kacke, dass das jetzt gerade stimmt. Das wird jetzt, das wird spätere Folgen haben. Jetzt habe ich Angst vor der Entscheidung, die ich gerade getroffen habe. Ich wünschte, ich hätte mehr tun können. Ja, ne, der Eulenstecker ist voll süß an ihrer Jacke. Ne? Danke. Finde ich auch. Ich finde noch den Patch ganz süß. Ich mag dieses Leo-Muster nicht, aber... Bevor Sie gehen, wir brauchen ein Bild von Saphir für die Gedenkfeier. Würden Sie uns Ihren Favoriten zukommen lassen? Sicher. Ich soll ein einziges Foto auswählen, das Safi gerecht wird. Wie soll das gehen? Ja, stimmt. Ich... So wirklich traurig wirkt die überhaupt nicht. Ich glaube, das ist bei ihr geschuldet. Schon gut. Zum einen... Ich glaube, sie überspielt das. Und die Arbeit nutzt sie jetzt gerade, um das Ganze zu überspielen. Ich glaube, sie ist schon todtraurig. Sprich einfach mit Vin. Aber ich glaube, sie lässt es gerade noch nicht wirklich zu. Solange das Thema noch nicht geklärt ist, wer das war. Der Vorstand will mich immer auf dem falschen Fuß erwischen. Er hat bestimmt was zu verbergen. Boah, weiß ich nicht. Jeder Mensch hat was zu verbergen, aber... Ja, habe ich mir schon angesehen. Ich glaube, es ist gerade zu viel Interpretation. Insgesamt ja. Yes, wir werden sehen. Jasmin durfte Safis erste Entwürfe lesen? Das ist ein seltenes Privileg. Aber wir wissen, Life is Strange hat immer krasse Plot-Twists. Also ich bin gespannt, wo hier der Plot-Twist sein wird. Bin mega gespannt. Grobe beschissene Entwürfe, August bis Oktober. Wir schliefen die Sterne, wir schmolzen Frauen aus Wachs. Ikarus muss nicht erwähnt werden. Es geht weniger darum, wie nah du der Sonne kommst, sondern um die Hitze, die dich verzehrt. Ich träume von verstümmelten Büchern, wie Frankenstein, wie eine Sphinx. Kopf einer Frau auf den Körper einer Bestie. Auf der ersten Seite verlässt sie ihre Zuhause. Im nicht druckbaren Epilog kehrt sie in die Erde zurück. Ma. Guck's dir an, wenn du die Gelegenheit hast. Keine Eile, ich probiere nur rum und versuche mir über meine Gefühle klar zu werden. Sag mir, was du davon hältst. Hab dich lieb. Ist das ein Gedicht? Irgendwie ein bisschen verstörend. Jasmin verfolgt die Ermittlungen wirklich sehr genau. Schade, dass sie nichts rausgefunden haben. Ja, sicher ihr, also... Wenn dein Kind tot aufgefunden wird mit einem Pistolenprojektil im Körper, da will man natürlich erstmal wissen, woran es liegt. Staatspolizei, wer morgen Vince Aldermann, Detektiv. Okay, sie hat einen Detektiv beauftragt. Safi hat faule Sonntagnachmittage geliebt. Safi konnte ernst sein, wenn nötig, aber sie war einfach so ein Quatschkopf. Ich weiß nicht, so ein Alkohol... ich trinke gerade selber Alkohol, aber so ein Alkoholbild... Sie sprach... Oh, das ist gut. ...wollte man ihr einfach unbedingt zuhören. Ich würde das nehmen. Also, das... Nee, das nicht. Nee, mich spricht das hier an. Das ist super. Das ist super. Ich würde das nehmen. Safi hat so viel Herz in alles gesteckt, was sie getan hat. Ihre Leidenschaft sollte weiterleben. Tja, ich habe mein Bestes gegeben. Ich sollte jetzt zu Moses. Oh, was haben wir da noch? Ich gucke mir hier alles in Ruhe an, während sie hier irgendwelche komischen Telefonate führt. Mann, Jasmin. Und ich habe gerade so das Abi geschafft. Yale University, Caledor University,
Yale University? Ja. Oh, warte mal, da drüben ist noch was. Wir wissen, auch wenn du bei Life is Strange alles gesehen hast und du denkst, du hast alles gesehen, hast du nicht alles gesehen. Von dem, was ich über Campus gehört habe, muss Krampus. das vom Beginn des Abends sein. Krampus on Campus. Krampus, wow. Super süßes Bild. Was haben wir hier? Wald mit Licht. Jasmin war so stolz auf Safi. Was ist das für ein cooler Award, den die da hat? Signiert mit Jasmin. Ich wusste nicht, dass sie malt. Es ist nicht schrecklich, aber gut, dass sie ihren Job behalten hat. Ey, es ist nicht schlecht, aber hey, gut, dass sie ihren Job behalten hat. Das ist gut. Krampus an Kompass, ja, das war echt gut, ne? Haben wir hier noch irgendwas? Ne. Ja, gut. Lassen wir das, wir gehen. Wir haben alles abgecheckt. Ich habe alles abgecheckt. Ihr habt bestimmt was übersehen. Ihr habt bestimmt was übersehen. Ich sollte mit Moses reden. Er wartet im BK-Gebäude auf mich. Ja, da waren wir ja schon. Da haben wir ja schon Tee getrunken. Ach, stimmt, wir haben. Ah, die Teeentscheidung war's. Warte mal, was war denn das hier? Ach so. Nein, wir wollen nichts schreiben. Wir wollen nichts schreiben, weil das, was da. Ey, ich vermisse dich, ich werde nie vermissen. Ich werde dich. Genau, ich werde dich nie vermissen. Ich werde dich immer vermissen, reicht einfach nicht aus. Ich frage mich, ob Moses seinen heißen Kakao schon bekommen hat. Oh, warum haben wir vorhin eigentlich keinen heißen Kakao bekommen? Wir haben nur Tee oder Kaffee. Amanda. Nee, es ist nicht Ich Amanda. sagte Gwen. doch, nicht auf diesem Handy. Und nur Nachrichten, keine Anrufe. Was? Das klingt ja interessant. Sehr Das weiß die interessant. Polizei doch bestimmt schon. Und selbst wenn. Das verstehe ich ja. Aber haben Sie irgendwas gefunden? Spannender Anruf. Loretta! Mann! Du hast mich voll erschreckt! Brauchst du irgendwas? Brauchen? Nö, ich war bloß an Dr. Hunters Anruf interessiert. Da bin ich wohl nicht die Einzige. Du hast mich erwischt. Oh, stimmt. Danke, dass du mich gerade erinnert hast. Wir haben vorhin noch einen neuen Eintrag. Ja. Musst du selbst nach Nachrichten? Ja, muss ich. Ich muss noch Nachrichten lesen. Du hast mich erwischt. Ich habe nicht gelauscht. Natürlich haben wir gelauscht. Hallo? Wow, voll ertappt. Ich schwöre, ich konnte das mal besser. Wirklich? Oh, Klingt nach einer was hier guten los? Geschichte. Dankeschön. Sie haben anscheinend frei, vielleicht können Sie mir helfen. Von einem Danke für Schnüffler den zum anderen. Raid. Ich bin kein. Warte kurz. Ich suche mir eine ruhige Ecke. Ja, aber der Anruf war wirklich interessant. Was kann ich für dich tun? Ich bin Wie wär's gleich bei mit einem dir. kurzen Zitat für meinen Podcast? Podcast. Nicht jetzt. Podcast. Vielleicht erzähl mir doch erstmal davon. Halb Journalismus, halb Analyse. Investigativer Kram. Menschliche Abgründe. Sie wissen schon. Gerne doch, nicht jetzt. Ich würde sagen, noch nicht. Also wir machen noch nicht den Podcast mit ihr. Das ist gerade, nee, wir sind, nee, ich fühle das noch nicht, dass wir hier einen Podcast machen. Fühle ich nicht. Fühle ich einfach nicht. Das fühlt sich an wie von der Bild, die den Opfern, also nicht Opfern, aber Anteile, also Leute, die davon betroffen sind, auflauern und sagen und dann direkt ein Interview wollen. Nee, wollte ich nicht. Nee, nee, kein Podcast. Jetzt ist kein guter Zeitpunkt, Loretta. Es geht schnell, wirklich. Nein. Ich schätze, das ist okay. Was brauchst du? Nein! Als Kontext. Sie kannten Safi Llewellyn Fayard? Oh.
Ich will das nicht tun. Ich denke nicht, dass ich mit dir über Safi reden möchte. Kein Kommentar? Gut, das ist auch eine Antwort. Aber wie Sie wollen. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass... Ist es wahr, dass sie Unimittel für persönliche Zwecke benutzt hat und ihre Mutter weggesehen hat? Was? Ich helfe dir nicht, Safis Namen zu beschmutzen. Ich könnte auch einfach zu Dr. Hunter gehen und sie befragen. Wir haben uns sicher viel zu sagen. What the fuck? Wo sind wir hier gelandet? Nutzwerk bedeutet, dass ein gefangenes Monster nicht mehr verwendet werden darf, wenn es besiegt wird. Permadeath. Und pro Route darf man Monster abfangen. Ah, okay. Verstehe. Dankeschön. Wow. This escalated quickly. Ja. Ich würd auch nichts beantworten. Ganz ehrlich, Fassel. Das ist Erpressung. Boah, Journalisten sind kacke. Also, einige davon. Und sie ist zum Beispiel so ein Exemplar davon. Ey, ich riskiere das, ne? Du blöffst doch. Du hast auch versucht zu lauschen. Das hast du selbst gesagt. Genau, Witwenschüttel nennt man das. Danke, Fassel. Das habe ich nämlich letztens nämlich gesehen, was die Bild nämlich macht. Hi, Professor. Ich dachte, Sie würden gern wissen, dass Miss Caulfield Ihre Anrufe belauscht. Loretta, ich weiß nicht, wie du Zeit zum Petzen hast, wenn du mir noch Revisionen schuldest. Ab mit dir. So eine Bitch. Nervensäge. Bitch nennt man das, Bitch. Aber sie ist keine Lügnerin. Hast du mir was zu sagen, Max? Hast du mir was zu sagen? Ja, das nennt man Witwenschütteln. Ich habe da nämlich letztens bei Stay ein Video gesehen, wo er ein Video gesehen hat, wo das Thema Witwenschütteln von der Bild nämlich betitelt wurde. Niemand mag petzen. Ich ermittle in dem Mord. Ey, komm, haben wir echt Scheiße gebaut, wenn wir das zugehörte? Ich kenne nur den Anfang von dem Video. Hat er noch nicht die Nerven dazu, ja. Ja, also es gibt ein separates Video von einem Journalisten, der darüber, und er, Stay, hat sich das halt angeschaut. Darüber habe ich das gesehen. Komm, wir sind räumlich, sagen, hey, sorry, dass wir belauscht haben. Uns, weil private Telefonate gehen uns eigentlich nichts an. Trotzdem interessiert mich, tut was mir ich leid, da... ich war neugierig. Ich weiß nicht, warum. Vermutlich genau, nur Topf voll Gold hieß das. Genau, danke, Fassel. Meinst du? Himmel, Max. Reiß dich zusammen. Weißt wow. Du, ich dachte wirklich, du wärst in Ordnung. Wow. Geh. Lass mich in Ruhe. Was? Fantastisch. Kann heute vielleicht sonst noch was schief gehen? Warum nicht gleich alles auf einmal? Entschuldigung? Aber ich durfte für dich das Buch klauen. Ich finde Gwen gerade sehr ziemlich sass. Vor allem, weil sie gesagt hat, ey, die Polizei weiß doch bestimmt davon. Gwen hat mir gerade gesagt, ich soll mich fernhalten. Heißt das, sie führt wirklich was im Schilde? Ey, das war mehr als strange, oder? So zu reagieren. Verdammt, das hat sie gerade abgeschlossen. Wenn ich nur... die Zeit zurückdrehen Nein. könnte? Selbst wenn ich zurückspulen könnte. Das habe ich hinter mir. Ja, nee, es muss ja nicht den Mord betreffen, aber... das Spiel suggeriert hier wahrscheinlich gerade... ach, die hat dieses coole Office. Die hat dieses coole Office. Ja, aber ich glaube, das Spiel will uns hier gerade nur irgendwas suggerieren. So, wir wollten aber eigentlich zu Moses, ne?
Armer Moses. Er wirkt so neben der Spur. Er hat sich nicht mal einen Kakao geholt. Können wir hier nochmal? Heißer Kakao. Hey, ich nehme einen heißen Kakao. Für Moses, oder? Ja. Oh, ja, tatsächlich. Moses wirkte. Vorhin echt aufgewühlt. Ja, bitte. Geht aufs Haus. Ach, der hat ihn gar nicht abgeholt. Ernsthaft? Okay. Zu Moses bringen. Da steht Kuchen. Nimm den Kuchen. Hier. Wärm dich auf. Ja, voll die Funkaffe-Idiot. Ja. Definitiv. Voll vergessen. Danke. Ach, Moses. Kein Plan, wo ich anfangen soll. Irgendwo. Ich habe das Trauern so satt. Tut mir leid, dass ich nicht angerufen habe. Der wirkt zum Teil, ja. Das Thema ist, wenn man selbst in der Trauerphase ist, muss man sich dafür entschuldigen, dass man nicht angerufen hat, weil man erstmal selbst zurechtfinden möchte. Wie sich beide einfach synchron anschauen. Ich würde sagen, ich habe das Trauern. Jeder nimmt ja, also trauert ja anders und manche sind ja zugänglicher als andere, manche müssen sich aktiver austauschen als andere, aber muss man sich dafür entschuldigen, wenn man nicht angerufen hat? Ich würde sagen, nein, deswegen würde ich sagen, ich habe das Trauern satt. Ich dachte, mich zurückzuziehen würde den Schmerz lindern. Tja, aber nein. Ich hab es echt satt, traurig zu sein. Wie solltest du sonst fühlen? Safi ist tot. Und wir können nichts dagegen tun. Hör mal. Die letzten paar Tage waren die Hölle. Aber wir sind beide noch hier. Und wir werden das überstehen. Ich gehe es immer wieder durch. Hätten wir was tun können? Dort früher ankommen oder anrufen, als sie nicht kam? Warum ist keiner von uns mitgegangen? Warum haben wir sie allein gehen lassen, Max? Was meinst du mit Windkanal? Das kann ja einem ja leid tun, dass man erstmal für sich selbst Zeit nehmen musste. Man muss sich dafür nicht entschuldigen, aber man kann das schon machen, kann einem ja trotzdem leid tun. Ja, was meinst du mit Windkanal? Ich weiß nicht. Danach sich die Fragen zu stellen, was man hätte alles machen können, ist immer schwierig. Man hat mich stark atmen hören. Ja, ich habe das Mikrofon gerade ein bisschen zur Seite getan. Ja. Ich habe ja hier ein Headset mit Mikrofon, wie man jetzt wahrscheinlich hört, weil ich daran rumfuchtel. Ich hatte vorhin wegen diesen ASMR das Mikrofon ein bisschen näher genommen. Aber danke für den Hinweis. Ich hoffe, es wird besser. Ah, quäl dich nicht? Ich weiß nicht. Ah, es ist so schwierig. Danach kann man immer sagen, hätte, ne? Ich hätte das machen können, ich hätte das machen können. Das Thema ist, es ist halt passiert, ne? Man kann natürlich Dinge ändern, um vielleicht solche Situationen präventiv irgendwie anzugehen, aber ich würde sagen, quäl dich nicht. Nein. Hör bitte auf, dich zu quälen. Wir können nichts daran ändern. Was, wenn ich es nicht kann, Max? Keiner kann es. Niemand von uns. Nicht allein. Doch das nächste Mal, wenn du mich brauchst, werde ich da sein. Versprochen. Na, hoffentlich halten wir unser Versprechen.
Safis Abwesenheit heute schmerzt uns alle. Tatsächlich geht es in meinem Bestseller um genau diesen Moment. Safi hasste mein Buch ironischerweise, aber die Zahlen lügen nicht. Und wer für seine Worte in Erinnerung bleibt, ist quasi unsterblich. Trauer ist flüchtig. Doch Worte kennen keinen Tod. Sie überdauern. Heute ehren wir Safi Llewellyn und gedenken ihrer einmaligen Stimme. Daher findet der Unterricht auf dem Hof statt. Ist das Lucas? Norman Harrow? Literaturfakultät? Was für ein aufgeblasener Arsch. Safi hat ihn gehasst. Ich würde gerade sagen, was für ein Penner, Alter. Lass ihn labern, vielleicht hat er sich geändert. Der macht gerade Werbung für sein Buch. Ich nehme mir gerade vor, die Vergangenheit nicht zu bereuen. Die Vergangenheit ist nur noch dafür da, um aus ihr zu lernen für die Zukunft. Prost. Darauf stoße ich mit dir an. Also das, was ich bis dato von ihm gesehen habe, er hat jedes Mal sich selbst zitiert, immer seinen Namen dahinter geschrieben. Also er hat sich definitiv nicht geändert. Ich würde sagen, lass ihn labern. Ich gebe einen Scheiß drauf, was Lucas tut. Das solltest du auch. Es nervt mich, ihn da oben zu sehen, wie er sich in der Trauer sonnt. Safi hat nie ihr Publikum gefunden, wie so viele von uns. Es liegt an uns, ihr Feuer zu nähren. Sag mir, dass das nichts bringt, oder ich stopfe ihm das Maul. Nein, aber ich würde den Versuch nicht vorwerfen. Wir reden später. Ich ziehe mir das nicht rein. Können wir ihn das Maul stopfen? Das wäre cool. Fehlt nur noch, dass Lukas... Das regt mich auf. Ich sollte versuchen, ihn zum Schweigen zu bringen. Oder ach, stimmt, wir haben Nachrichten. Ich halte mich einfach raus und leiste Moses Gesellschaft. Am Ende der Straße halte ich inne, um durchzuatmen. Fehlt nur noch, dass Lukas das auf TikTok oder Instagram postet oder so. Ja. Loretta, glaub ja nicht, dass ich deinen Versuch, mich vor Dr. Hunter zu blamieren, vergesse. Woher hatten Loretta unsere Nummer? Oh ja, schau mal, ob du einen Ast findest, Vin. Danke, dass du dich um ein Paket gekümmert hast. Das kann in den falschen Händen temperamentvoll sein. Wir hätten reinschauen sollen. Wir hätten gucken sollen, was da drin ist. Nee. Mein Feed, Kyle. Ey, hat jemand am Aussichtspunkt Cryptide gesehen? Ich habe so einiges gehört und manche machen mir Sorgen. Im Ernst, ist das wieder dein Verschwörungsscheiß, Kyle? Safi hat vielen Leuten etwas bedeutet. Zeig etwas an, Stadtmann. Ich habe nichts von einem Kryptid gehört, aber von seltsamen Vorkommnissen. Du könntest da etwas auf der Spur sein. Wir sollten unsere Notizen vergleichen. What? Nee. Martin? Ich schreibe etwas und es ist etwas sehr Persönliches, aber es macht mir auch Angst. Lohnt es sich, es überhaupt abzuschließen? Aber ja, Klappe, deine Meinung kenne ich doch schon. Alles über mich sollte veröffentlicht werden. Und noch einmal, das Gedicht dreht sich nicht um dich. Du kommst darin vor, aber es dreht sich nicht um dich. Klar. Barkes, Professor Colmenero, sagt immer, wenn es dich in eine unerwartete Richtung führt, ist es die richtige Richtung. Alter, scheiß auf den Typen. Ja, genau, scheiß auf den Typen. Nicht, wenn du damit deine Noten riskierst. Das ist etwas Persönliches, das ist viel wichtiger. Das sagst du jetzt. Wow. Loretta? Ich werde zeitnah über Safis Tod berichten, wenn Einzelheiten bekannt gegeben werden. Falls du sie gekannt hast, schick mir eine DM. Boah, ich hasse Loretta, ne? Blöde Kuh wegen Misogynie? Ach Gott. Achso, ich muss das markieren. Moment. Na, Loretta war doch die blöde Kuh. Ja, war sie. War die Podcasterin. Mausi, was machst du da hinten? Da gehörst du nicht hin, das weißt du aber auch, Lucy Schwarz.
kann die erste Episode kaum abwarten. Ich bin jetzt schon gespannt. Ja, Pauline, du bist genauso so ein Missstück. Was hast du damit vor, Loretta? Schick mir eine E-Mail, um die Angemessenheit dieses Projekts zu besprechen. Von Gwen. Ich weiß, die Besorgnis zu schätzen, aber get a clue. Ist ein persönliches Projekt, kein Kursarbeit. Oh Gott. Das kennen wir schon. Ein weichender Schatten lauert am Rand. Jenseits des hohen Grases und des gefallenen Nests. Mann, Lucas, deine Studenten erfrieren. Löscht sie aus. Und wow, ich fühle eine vergessene Hoffnung. Was für ein Arsch. Wir unterbrechen den jetzt. Max. Schön, dich zu sehen. Es ist zu kalt dafür. Hier geht es um dich. Wow, dass du so egozentrisch bist. Ekelhaft. Meiner Kollegin zu gedenken? Wie es aussieht, gedenkst du eher Lucas Colmenero. So nämlich. Du standest Safi nahe, nicht wahr? Möchtest du etwas sagen? Wenn wir jetzt was sagen, sind wir dann genauso wie er? Nee. Ich kann echt noch nicht darüber reden. Anders als du. Die sind alle Frauen, bis wir uns entschieden haben. Möchte sonst jemand etwas sagen? Sehr gut. Diamond, bitte. Komm her und lass uns teilhaben. Das reicht jetzt. Ich möchte bloß ich sollte sagen, nach dass Mauses es merkwürdig sehen. Ist, dass niemand anerkennt, wie angsteinflößend diese Situation ist. Vielleicht bringt es Glück, wenn ich den Zeh rubbel. Ich habe in letzter Zeit nur Pech. Hey, wir können trauern und trotzdem sagen, wie beschissen es ist, oder? Ich bin hier, falls du schließen sich diese zwei Dinge gegenseitig auf? Mehr Wachleute. Sollte ich mich nicht sicherer fühlen? Okay, wo ist denn Moses? Warum schreit die uns an? Ja, das frage ich mich auch. Wo ist Moses? Wo ist Moses? Wo steckt eigentlich Jule? Startet einen Hype-Train und verzieht sich wahrscheinlich wegen Baby. Ach, da ist Moses. Die ist wieder das Meer spalten. Der ist sicher, dass wieder das Meer spalten. Moses, ja. Armer Moses. Er ist seit diesem Abend wirklich nicht er selbst. Und? Hat er sich nun... Ach, Jule spielt Sims. Hast du wieder Sims angefangen? Ein wenig. Ganz ehrlich? Irgendwie ja. Auf eine trampel wild auf deinen Barbies rum, als wärst du Godzilla-Art. Dir ist aber schon klar, dass das nicht in jeder Kindheit passiert, oder? Vielleicht sollte es das aber. Hey. Kann ich dich was über Safi fragen? Okay. Okay. Spielst du jetzt Sims Halloween? Hat diese Bank eine besondere Bedeutung? Wie hast du sie kennengelernt? Man muss nur der Mary das Jule-Signal geben und ich komme gefliegt. Genau. Ach, die haben Quests? Ich habe schon Sims schon lange nicht mehr gespielt, ne? Wir fragen mal, wie sie sich kennengelernt haben. Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Ich habe nie gefragt. Ist gar nicht so spannend. Ich kam mitten im Jahr nach Caledon. Safi wurde eingeteilt, mir die große Führung für Studenten zu geben. Ich glaube, sie fand's lästig. Hat Jasmin nicht einen Win dafür? Ja, genau. Aber dann sah sie mein Armband aus Kyoto. Eine Kirschblüte. Ach was. Das Armband mochte ich schon immer. Sie hat ein Hanami-Gedicht geschrieben. Das heißt, Kirschblütenfest auf Japanisch. Ich hab... nicht mehr dran gedacht.
Hat die Kirschblüte was vielleicht auch was mit dem Mädel zu tun, wegen was der Baum gepflanzt wurde und wo wir das Buch gesehen haben? Was hat's mit dieser Bank auf sich? Ihr zwei habt echt immer hier gesessen. Oh ja. Das haben wir. Und zwar jeden Mittag, als wir Ferienkurse gegeben haben. Sie hat zwar gern geredet, verstand es aber auch, die stillen Momente zu genießen. Weißt du? Hey, Max. Ja. Ich werde weiter sprechen. Als sei Safi noch hier. Ich bin auch nicht bereit, sie gehen zu lassen. Dafür bin ich auch noch nicht bereit. Ich auch nicht, Moses. Du solltest in der Gegenwart bleiben, solange du magst. Nur vorübergehen. Okay. Ich glaube, ich muss ein bisschen allein sein. Ja, das klingt gut. Ich muss eh rüber ins Observatorium. Schreib mir, wenn du was brauchst, ja? Ja. Versprochen. Du auch. Ja? Nein, nein, geh aggressiv vor mit einem roten Deck. Schlag hart zu und lass nicht nach. Blau ist strategischer. Was? Was geht jetzt ab? Was geht jetzt ab? Die Schere, Stein, Papier. Jedes Deck kann mit den richtigen Karten gewinnen. Ja. Kein Ding. Ciao. Was zum Teufel war das? Ja, was war das? Wo ist der andere Moses hin? Drücke R1 für einen Puls und finde den anderen Moses. Erstmal vielen Dank für die 17 Corgis. Die sind ja wunderprächtig, Jule. Genau, Stimmung und danach bitte etwas Respekt. Hier ist gerade jemand gestorben. Nein, nicht gerade eben. Okay, können wir in die Vergangenheit gucken? Ich komme in Frieden. Wer kommt denn? Komm schon, Diamond. Dein Ernst? Ich bin die Schweiz. Das behaupten Sie alle. Ich bin unbewaffnet, okay? Ich will nur einen heißen Kakao. Mehr nicht. Feuer anstellen. Lass den Zuschauer vorbei. Ach, da ist Diamond. Was geht hier vor sich? Was ist das hier? Okay, unsere Kraft. Es ist besser, bis ich es herausfinde. Okay, haben wir jetzt andere Fähigkeiten? Der vulgäre Felsen. Deko? Aber der ganze Feiertagskram wurde auf nächste Woche verschoben. Auf nächste Woche? Oder sehen wir in die Zukunft? Wo geht der andere Moses hin? Sehen wir jetzt die Zukunft? Ich habe gedacht, wir sehen gerade die Vergangenheit. Hallo Mike, grüß dich. Und willkommen bei Life is Strange. Moses folgen. Ich muss wissen, was hier los ist. Sehen wir jetzt die Zukunft? Weil die hat ja gerade gesagt, es wurde doch jetzt verschoben. Aber noch so also in die Zukunft verschoben. Können wir da nicht schauen, was er da macht? Wo
geht der andere Moses hin? Wie geht's dir, Mike? Haben sich unsere Kräfte geändert? Was? Zeit für einen heißen Kakao. Safi? Du bist hoffnungslos. Die armen Kinder zahlen Schulgeld. Hey, ich habe 5 Sterne auf Teachrate. Was? Ich glaube einfach nicht, dass Max mich versetzt. Wir waren in der Turtle verabredet. Das passiert wirklich. Es ist echt. Hat bestimmt Angst, dass du sie bezahlen lässt. Oh mein Gott, Mann. Geh. Wow, 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 wow. Das war wirklich Safi, denke ich. Ich muss zu ihr. Was geht hier ab? Wie geht's dir? Wie geht's mittlerweile besser? Heute war ein Kacktag, aber diese tollen Menschen hier in dem Stream haben mich sehr arg aufgemuntert heute. Muss ich sagen. Mindfuck, aber echt, hey. Paralleluniversum würde ja auch zur Zeitreisen passen. Ja, definitiv. Na, so soll es sein, ja. Alternative Realität, ja. Wie gesagt, ich habe ja auch gedacht, was heißt eigentlich Double Exposure? Ist das dieser wie bei den Fotos, wo du da so einen Durchdruck hast? Ich bin nur kurz hier, geht gleich ins Bettchen. Ja, aber vielen Dank, dass du hier bist und mal kurz reinschaust. Weil dadurch, dass ja Max hat ja viel an der Zeit geändert, hat ja viel zurückgemacht, hat ja die Zeitlinie eigentlich verändert. Auch mit so gesagt, dass wir uns ja für Chloe entschieden haben. Überbelichtet, Jan, oder? Ist überbelichtet. Aber mal schön wieder dich hier gelesen zu haben, Mike. Kann es sein, dieses Überbelichtet, dass das, wie gesagt, zu einer anderen Zeitlinie geführt hat? Doppelt belichtet, ja. Auf jeden Fall gute Nacht, Mike. Haha. Oh, das wird ja spannend. Guck mal, da gibt es das gar nicht. Da ist. Wenn du mich in den nächsten 5 Minuten hier aufkreuzt, sage ich Moses, dass du dir seine Blu-rays gar nicht anguckst. Was? Dass ich die. Warum erpressen die uns alle hier? Ich nur hören könnte, so wie ich sie hören kann. Ich versuch's ja. Safi! Ich bin doch hier! Direkt vor dir! Scheiß drauf, ich hab Snacks im Büro. Bis dann, Mike. What the fuck? Oh, da bist du. Ich dachte, ich muss hier erfrieren. Aber was? What the fuck? In der Kameramythologie den Sonnenscheinen doppelt oder über ausgesetzt. Okay. Wow, wir haben Kapitel 1 beendet. Okay, das war viel zu happy für Life is Strange, das macht mir Sorgen. Echt, also ja.
Mir macht das, wir sind gerade einfach, sie hat die Sphäre aufgerissen und es ist jetzt in einer anderen Realität. Das wird doch nur eine reinste Katastrophe. Das kann doch nur eine Katastrophe werden. Scheiße. Das wird heftig, ich sag's euch, das wird so heftig. Side B, okay. Sophie, was ist mit Chloe geschehen? Oh, spannend. 57% haben sich dafür entschieden, Chloe lebt, und 43% haben sich entschieden, dass Chloe gestorben ist. Das ist ja das, wo ich gesagt habe, das Spiel hat uns hier die Frage gestellt, wie du dein letztes Spiel oder wie du die Entscheidung getroffen hast. Hast du dich für Arcadia Bay entschieden oder nicht? Oder hast du dich für Chloe entschieden oder nicht? Es wäre so spannend, und dafür werde ich bestimmt das Spiel nochmal spielen, wie sich die Geschichte, also wie das Ganze um Chloe geschrieben wird, wenn wir uns gegen Chloe und somit für Arcadia Bay entschieden hätten, weil wir, also ich habe in meinem Spiel definitiv einen Freund gehabt, also jemanden kennengelernt, wo wir ja Gefühle hatten in Life is Strange, und wie sich das und ob der Typ dann nochmal aufgefasst, so aufgegriffen geworden wäre, das ist für mich super spannend, wie das Spiel das aufgefasst hat. Ja. Indem sie einfach, dadurch, dass ja das Spiel online, also sie ziehen sich ja die Daten ziehen sich die Daten aus dem Spiel und wie die Entscheidungen getroffen wurden. Ich bin ja hier online mit der PS5. Das heißt, das Spiel zieht sich im Hintergrund die Daten heraus, was für Entscheidungen du getroffen hast. Ja. Ja, glaube ich auch, dass sich das Sony sammelt. Chloe ist dankbar, dass sie lebt, aber die Vergangenheit verfolgt euch beide. Ja, das steht mächtig zwischen uns. Weil Safi hat uns ja gefragt. Amanda. Wolltest du freundschaftlich mit Amanda rumhängen oder mit ihr ausgehen? Wir haben uns zum, also anfangs habe ich mich dagegen entschlossen, dann hat uns Safi gesagt, hey, wenn du wurzeln willst, dann solltest du vielleicht zulassen, jemand in dein Leben zu lassen. Und dementsprechend habe ich mich zum Schluss dazu entschlossen zu sagen, hey, lass uns auf ein Date gehen. Ja, also ich glaube auch, dass sie nicht cross-plattform-übergreifend sich die Daten holen, sondern wirklich nur auf der PlayStation. Es wäre spannend, wie das auf dem PC wäre. Wäre krass, wenn sie das wirklich also konsolidiert hätten. Das wäre wirklich heavy. Hauptsache, die Testgruppe ist nicht 100 Leute. Ich glaube nicht, dass bei Life is Strange die Testgruppe nur 100 Leute betrifft. Ich hoffe es auch. Auf jeden Fall bin ich mit 71% gegangen. Amanda freut sich darauf, mit dir eine romantische Beziehung einzugehen. Ich finde Amanda auch sehr knuffig. Ich finde sie auch sehr cool, muss ich sagen. Loretta. Dieser Name Loretta, ich weiß nicht, der hört sich schon nach Stress an. Ich will jetzt hier kein Namesplaining machen. Aber Loretta, ich mag Loretta nicht. Und Gwen ist für mich Aussass, aber das kann natürlich auch das Spiel. Wir wissen, Life is Strange spielt gerne mit gewissen Themen und inszeniert Themen, wo man denkt, das geht in eine Richtung, geht in eine vollkommen andere Richtung. Hast du Loretta ein Interview gegeben oder es drauf ankommen lassen? Wir haben es riskiert, wie 75% der anderen Leute auch. Wir haben uns nicht auf diese Bildjournalistin eingelassen. Loretta ist rachsüchtig, weil du es darauf ankommen lässt. Darauf bin ich gespannt, wie uns das noch wehtun wird. Verlassene Orte. Wir haben uns dazu gesagt, hey, Max mag das Potenzial leere Orte. Mit 84% mag leere Orte, weil sie für nutzlos gehalten werden. Gott, ich bin so, oh nein, ich wollte gerade sagen, ich bin so Mainstream, aber ich sehe gerade auf der anderen Seite, dass ich nicht bin. Bowlingbahn-Maskottchen, wir haben natürlich, weil wir kriminell sind, so ein Maskottchen geklaut. Wie 62% auch. Beziehung zu Chloe. Stimmt, ich habe nicht gesagt, weil ich habe nämlich im ersten Spiel mich, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß. Aber ich bin eher auf den Typen eingegangen im ersten Spiel als auf Chloe, weil ich habe gesagt, Max und Chloe waren nur befreundet.
Max und Chloe war ein Paar. Das habe ich im ersten Spiel tatsächlich nicht so gefühlt, muss ich sagen. Und Anmachspruch. Ja, wir haben Regis Anmachspruch benommen und somit ein und hat nicht gewonnen. Ja, wir hätten Safis Anmachspruch nehmen müssen, dann hätten wir gewonnen. Und oder Max hat dann einen genommen und hat nicht gewonnen. Aber wir haben den schlechtesten Spruch genommen. Der hätte definitiv auf der Tafel gehen müssen, finde ich. Aber nun gut. Kunstreiche. Okay. Max hat alle Bilder in der Snapping Turtle umgedreht. Wir konnten die umdrehen? Halt, stopp. Wir konnten die umdrehen? Und ich habe gedacht, ich habe alles gesehen und konnte alles machen. Mir war nicht bewusst, dass ich die Bilder wieder hätte umdrehen können. So, Lucy hat sich gerade eine Spinne gefangen. Auch nicht schlecht. Krabbelt die jetzt da wieder, Lucy? Was hast du da gemacht? Nun gut, okay. Taste deiner Wahl. Wir haben uns natürlich für nerdig und versaut entschieden. Ja, das Thema war, die Spinne war da an der Wand und hatte sich eigentlich irgendwie eingenetzt. Ich weiß nicht, was die da gemacht hat. Auf jeden Fall hat Lucy gedacht, nö, ich hole dich jetzt da runter. Ich weiß nicht, was Lucy damit jetzt gerade gemacht hat. Lucy ist nicht mehr interessiert. Lucy geht jetzt schlafen. Okay. Ich darf mir das wohl später anschauen, was sie da getan hat. Die Toilettentasse, muss ich aber sagen, hat mich auch sehr, sehr angesprochen. Aber wir haben uns für nerdig und versaut entschieden. Wie die meisten. Reflexion auf dem Dach. Max hat sich auf dem Dach des Observatoriums einen Moment der Reflexion gegönnt. Katzen, ja, ich sag's dir. Max hat sich auf dem Dach des Observatoriums keinen Moment. Man hätte sich keinen Moment. Ach stimmt, wir haben durchgeschaut. Und Kronkorkenspiel. Oh wow. Max hat das Kronkorkenspiel gewonnen. Also nochmal für dich vielleicht ganz kurz. Wir haben ja den Kronkorkenspiel. Wir hatten Kronkorken, den hatten wir versteckt, weil uns Moses gesagt hat, hey, dieser Kronkorken steht dafür, dass man sagt, hey, du musst mir dein Geheimnis sagen. Wir haben das Spiel eigentlich gewonnen, haben uns aber, ich fand es ein bisschen blöd, es war der Moment, wo Safi eigentlich über irgendwas glücklich war, uns aber es noch nicht sagen wollte, weil sie erst sicher gehen will, wenn alles wirklich in trockenen Tüchern ist, dann wird sie uns darüber erzählen. Wir hätten das mit den Kronkorken, mit diesem Kronkorkenspiel herausfordern können. Ich fand es kacke, weil ich finde es kacke, wenn man jemanden dazu nötigt, über etwas zu sprechen, wo sich derjenige noch nicht bereit fühlt. Deswegen haben wir hier verloren, wie es aussieht. Ach, genau, Max hat gewonnen, Safi, aber ihr Geheimnis gelassen. Genau, also ich habe sie nicht weiter bedrängt, deswegen wissen wir nicht, warum Safi so glücklich war. Genau. Fotowand. Max hat ihr Foto Arcadia Bay Fotos hinzugefügt. Max hat ihre Fotos so gelassen, wie sie war. Wir hätten was? Wir hätten Arcadia Bay Fotos hinzufügen können? Und ich habe gedacht, ich habe alles gesehen, aber das ist mir nicht aufgefallen. Okay. Reflexion im Café. Max hat sich im Café einen Moment der Reflexion gegönnt. Ja, das stimmt. Moses heißer Kaffee. Max hat Moses seinen heißen Kaffee gebracht. Yep, das haben wir getan. Ich habe das gesehen. Safis Todesursache. 91% meinen, dass, also wir, 91% meinten, nein, es war kein Selbstmord. Und 9% haben gesagt, es könnte auch sein. Safis Gedenkfoto. Max, wir haben uns dafür, wie die meisten davon dazu entschlossen, leidenschaftliche Safi gewählt. Und hast du Sa auf Safis Gedenkfeier etwas gesagt? 10%? Ey, wir sind nur 10%? Wir haben uns geweigert, etwas zu sagen.
Verrückt. 42% haben sich gar nicht mit der Gedenkfeier befasst, also die da draußen stand. 48% haben ein paar Worte gesagt. Oh, interessant. Und wir haben das Abraxas-Rätselbox, die erste Stufe gelöst. 8% haben die Rätselbox nicht gefunden. Deswegen ist es so wichtig, dass man sich hier so enorm umschauen muss. Bin ich zufrieden mit dem Kapitel? Ich glaube, ja, ich bin zufrieden. Das mit Arcadia Bay, habe ich das? Das mit Arcadia Bay ärgert mich gerade. Aber ich bin soweit zufrieden, bin ich ehrlich. Ich bin gespannt, was Loretta mit uns noch machen wird. Ja, krass, so viele Leute hätten was gesagt. Ich auch, aber ich fand ehrlich gesagt besser, dass du nichts gesagt hast. Es wäre mit Sicherheit schiefgegangen. Dieses Spiel ist so unberechenbar, ne? Ja, bei der Gedenkfeier, ich habe das schon verstanden. Dieses Spiel ist so unberechenbar, finde ich. Ich bin erstmal zufrieden mit dem Kapitel. Wir machen noch ein bisschen das nächste Kapitel. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich bin so mega gespannt. Okay, wir können wieder wir können uns wieder aussuchen, wie wir aussehen. Wir hatten ja hier Mokri gehabt, ne? Aber da hat sie auch keine lila Haare. Da hat sie auch braune Haare. Siehst du das, Fassel? Vor allem, aber das Licht ist halt gerade bescheiden, ne? Wir hatten jetzt das Katzenoutfit. Ich würde sagen, hatten wir was anderes? Wir hatten das hier gehabt. Und da sieht es halt auch braun aus, ne? Also ich hatte vor das Mokri, wir hatten Kupo gehabt. Also das ist ja das Outfit für außen, ne, Fassel. Und dann gibt es das selbe Outfit nochmal für innen, also wenn sie die Jacke und die Mütze nicht anhat. Als wir in ihrem Häuslein waren, da hatten wir ja keine Jacke und keine Mütze angehabt. Und da hatte ich mich für die Katze entschlossen, weil der Pulli so süß war. Ja, aussehen kann ich nicht, weil wir immer noch... Ach so, ja, hier, guck mal. Ach, stimmt. Aber guck mal, da hat die auch braune Haare. Warum hatte sie denn letzte Mal lila Haare gehabt, verdammt? Nee, die hat braune Haare. Und ich habe mich dafür entschieden, diesen Cardigan. Ich fand diesen Cardigan so süß. Ich hätte nur das beides gehabt. Und ansonsten... Ist ja interessant, guck mal, die Haare wären heller hier. Hä, da sind die Haare lila. Wo sind denn bei dir die Haare lila? Ich sehe hier keine lila Haare. Guck mal, hier hat sie Strähnchen drinne. Bei den lila Top? Oh, stimmt! Ist das eine Reflexion vom Hoodie, also von dem Cardigan? Oh, wie mies. Ist extra gefärbt. Okay. Guck mal, der ist irgendwie süß. Komm, wir nehmen jetzt den. Auch wenn draußen nicht so cool ist, aber ey. Ja, weil sie bei dem einen Outfit auch Strähnchen hat. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich. Also, ich nehme dieses Outfit der Katze, wo sie mit ihrer Mütze braune Haare hat, aber wenn sie drin ist, färbt sie sich die Haare lila. Das ist das Drinnen-Outfit und das ist das Draußen-Outfit. Warum tun sie denn das? Sie reist durch die Zeit, ich hinterfrage das. Oh, stimmt. Ja, okay, aber ich würde jetzt ganz gern hier. Ich finde die Bärchen ganz süß. Wir müssen einmal mit allen irgendwie drin gespielt haben. Wir nehmen jetzt die Bärchen. Sie wechselt öfter die Kleidung, aber wir sind jetzt ja auch in einem anderen Universum. Kapitel beginnen. Wir können uns bestimmt dann später wieder umziehen.